Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir neue Skins. Und zwar den Hasenwolf. Und der Skin sieht extrem nice aus. Und er ändert sein Stil, indem man zwischen Erntewerkzeug und Waffe wechselt. Also ich denke mal, den etwas mühsamen Stil, den zweiten Stil hier wird er wahrscheinlich haben, wenn man auf der Waffe ist, und den anderen auf dem Erntewerkzeug. Ist der erste Skin, der eben halt dieses Feature hat. Ich finde, sie sehen eigentlich echt ganz nice aus, eben halt so im Neon-Stil gehalten. Und weiß gar nicht, ob das die drei Stile sind, zwischen denen gewechselt wird. Und die Skins sehen ehrlich gesagt auch extrem gleich aus. Ah ne, das ist der reaktive Stil. Das heißt, wenn ihr den eingeschaltet habt, gibt es diese Funktion. Und dann kann man eben halt nochmal einzeln sagen, dass man entweder den Neonhasen haben will oder den Neonwolf. Finde ich auf jeden Fall extrem nice. Dann haben wir auch noch eine Mensch-Version im Prinzip davon. Und zwar das Lyma. Ein Lama und ein Löwe zugleich im Prinzip. Hier wieder genau die gleiche Funktion. Sieht auch extrem nice aus. Dann haben wir die stille Klingspitzhacke und die abgenutzte Schwarz-Lackierung. Ich weiß gar nicht, zu welchem Set die gehören. Eigentlich ist noch ein drittes Teil dabei. Und zwar zum Stillschweigen-Skin. Dann haben wir als nächstes die Schattenagentin im Standard und im weißen Stil. Und als nächstes haben wir noch die Sumpfjägerin. Dann haben wir den Hüftpfeffer-Emote. Als Fortbewegungs-Emote natürlich. Und noch eine neue Lackierung für heute. Passend zum Neon-Dschungel-Set. Die Neon-Tier-Lackierung animiert. Sieht eigentlich auch sehr nice aus. Hier vorne diese Neon-Sonne. Und dann hinten so ein Neon-Gitter animiert. Sieht eigentlich ganz nice aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und dann haben wir noch den gut geölt Emote. Und als letztes den Deckeltritt Emote. Hierbei gibt es auch immer eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass der failt und sich einfach hinlegt. Aber normalerweise sollte der den eigentlich abdrehen. Genauso wie hier. Und das waren dann alle Items aus dem heutigen Shop. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.